Die kam viel, viel später. Die kam 1810 bis 1820. Und ganz interessant ist, im ersten schlesischen Volksliederbuch von Hofmann von Fallersleben war die Gedanken sind frei auch drin. Aber nicht mehr mit diesem Freiheitstext, sondern da hat man dann eher den Text Wir lieben den Wein und dafür will ich den Sorgen entsagen gesungen. Wir bleiben natürlich beim traditionellen Freiheitstext. Und dieses Lied war eigentlich inzwischen auf der ganzen Welt ein Lied, das immer dann angestimmt wurde, wenn Menschen unter der Unterdrückung gelitten haben. Es wurde, als die Meinungsfreiheit bei uns gedeckelt wurde, vor allen Dingen von Studenten gesungen, im Vormärz, also so von 1800 bis 1833. Ganz interessant aber auch, Sophie Scholl, Ihnen sicher alle bekannt, die Tochter von Vater Scholl, hat als ihr Vater von dem KZ ins KZ von den Schergen dort eingesperrt wurde, hat sie mit ihrer Querflöte vor dem Gefängnis die Gedanken sind frei gespielt. Das ist eigentlich eine anrührende Geschichte, findet man in ihren Memoiren. Und ganz nett fand ich auch, im September 1948, als Ernst Reuter vor 300.000 Leuten in Berlin an die Völker der Welt geredet hat, war eine tolle Rede, kann man heute im Bundestag auch noch nachschauen, was ist passiert. Die Leute, die 300.000 Leute, haben damals ohne Anweisung spontan begonnen, die Gedanken sind frei zu singen. Und es ist noch nicht zu Ende. Unterdrückung ist auch nicht zu Ende. Und in China haben wir ja trotz Wirtschaftswachstum auch einen Einparteienstaat, der die Meinungsfreiheit deckelt. Und sehr schön, dass dieser Friedensnobelpreisträger, da muss ich den Namen immer anschauen, dass ich richtig sehe, Liu Xiaobo, als der im Gefängnis war, haben die Chinesen vor dem Gefängnis die Gedanken sind frei auf Englisch angestimmt. Also das Lied passt eigentlich immer. Und ihr kennt's alle. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie ziehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglückert. Doch alles in der Stille und wie es sich schickert. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren, es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Jetzt ihr alleine. Und sperrt man mich ein im Finstern schon, was alles sind rein vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Gut. Super von Anfang. Jetzt sollen wir es allerdings noch schaffen, den Regen damit zu vertreiben. Dann wäre die ganze Geschichte noch ein bisschen besser.